Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in den Jungglück-Adventskalender. Den habe ich für 149,90 Euro bestellt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, 333 Euro Warenwert sollen drin enthalten sein. Wie immer ist natürlich auch ein Link zum Adventskalender in der Infobox. Und ganz am Anfang schon direkt... Jungglück hat tatsächlich auch ein bisschen auf die Kritik gehört, denn die haben hier so ein richtig krasses Begleitheft mit dabei gebracht, sodass man da halt auch nochmal richtig zu jedem einzelnen Kläppchen, kleiner Spoiler schon mal, super viele Informationen bekommt. Also das hatte ich nämlich letztes Jahr moniert, dass es halt nur ein Adventskalender ist für Spezialisten, die sich auch mit Hautpflege und den einzelnen Wirkstoffen auskennen. Das ist hier richtig krass drin beschrieben. Also da schon mal Chapeau von meiner Seite aus. Und zeitgleich mit meinem Video geht auch das von Nicole online. Also für eine zweite Meinung schaut gerne bei ihr vorbei. Holla die Waldfee, wir haben da sogar Zwischenebenen, dass wenn man unten die Boxen rausnimmt, dass unten nichts, oben nichts runterfällt. Hier habe ich jetzt den 1. Dezember. Oh. Direkt auch mit einem Spatel dabei. Oder was ist das? Eine Reinigungsmilch. Sehr schön. 100 Milliliter sind hier drin. Und da ist irgendwie noch so ein Applikator am Start. Ja, 100 Milliliter. Und ich finde es bei Jungglück immer richtig gut, dass die halt die ganzen Sachen in diesen Glasflaschen haben. Ich finde es sehr hochwertig. Wahrscheinlich kannst du damit halt den letzten Rest vom Schützenfest noch rauskratzen. Also auch das sehr, 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 sehr schön gemacht. Und also auch in einer tollen Verpackung. Fahren wir fort mit dem 2. Dezember. Da haben wir wahrscheinlich halt diese kleinen Glasfiolen, nenne ich sie jetzt mal, drin. Genau. Und da habe ich ein Calendula, also Ringelblume, ne? Gesichtswasser zur Gesichtsreinigung. Das steht hier auch schön drauf. 5 Milliliter sind drin enthalten. Und sowas würde ich persönlich als beruhigenden Toner verwenden. Und da kommt Ringelblume wirklich gut. Ja, also sehr schön. Wow, sogar die einzelnen Boxen haben hier oben auch so eine Zwischenabtrennung. Das ist richtig toll, wirklich. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Vitamin C Sensitiv Serum. Sehr, sehr schön. Verleiht einen natürlichen Glow. Auch hier 5 Milliliter drin enthalten. Vitamin C verwende ich unheimlich gerne und ich finde von dem Vitamin C Serum hier so 5 Milliliter vollkommen in Ordnung. Denn normalerweise hast du ja bei sowas so 30 Milliliter oder so, ne? Und dementsprechend passt das auch tatsächlich von der Größe her. Hier haben wir die Nummer 4. Das ist eine Hyaluron-Creme-Mittel. Also bislang hatten wir auch ausschließlich Produkte drin enthalten, die für jeden Hauttypen auch geeignet sein könnten. Ne? Eine ausgewogene Feuchtigkeitspflege. Hier sind 5 Milliliter drin enthalten und das finde ich sehr, sehr nice. Muss ich wirklich sagen, jeder kann das gebrauchen. Also ich sag mal, eine mittlere Feuchtigkeitsversorgung kann man als trockenes Häutchen so tagsüber sehr gut verwenden. Und wenn man eine Mischhaut hat oder eine ölige Haut abends, denn Feuchtigkeit braucht man eigentlich immer. Ich glaube, am 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus, haben wir hier einen richtig schönen Tiegel drin. Oh ja, Antioxidantienmaske. Nice, liebe ich ja, ne? 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten und ja, hier haben wir dann einen Glastiegel und deswegen der Adventskalender ist halt auch super, super schwer. Haben sie gut gemacht, das gefällt mir. Ich meine, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ist ja ein ganz kleines bisschen teurer geworden zum letzten Jahr, möglicherweise, aber ich finde wirklich, die haben sich richtig verbessert bislang, ne? Und in dem Heftchen steht, dass sie die Haut schützt und ihr einen natürlichen Glow schenkt. Trage 2 bis 3 haselnussgroße Portionen auf die gereinigte Gesichtshaut auf und wasche die Antioxidantienmaske nach 15 Minuten mit lauwarmem Wasser ab. Verwende danach deine gewohnte Pflege. Ich verwende sowas, ist übrigens in der Special Edition. Ich verwende sowas super gerne morgens, ne, während ich meine Zähne putze und so. Sehr praktisch. Dann schauen wir mal, was sie sich für Nikolaus überlegt haben, der 6. Dezember. Oh, oh, wusste ich nicht. Jungglück hat auch dekorative Kosmetik. Das ist ja abgefahren. Hier habe ich ein Lippi drin in der Farbe Beere Berry. Ob die beim Adventskalender-Konstellations-Meeting vielleicht so ein bisschen auch an mich gedacht haben? Denn das ist ja wohl mal ein richtig schönes, beeriges Rot. Wunderschön. Wunderschön. Wusste ich echt nicht, dass Jungglück sowas hat. Cool. Machen wir weiter am 7. Dezember. Hier haben wir 5 Milliliter von dem Aloe Vera Gel drin. Das finde ich sehr, sehr gut übrigens. Da sind, ja, das ist auch wieder in dieser Umverpackung, ne? Und hier ist halt das Positive, du kannst es für so vieles verwenden. Am Körper, am Gesicht, an der Kopfhaut, in den Haaren. Je nachdem, wo du es halt haben möchtest, ne? Weil Aloe Vera ist ein sehr, sehr guter Wirkstoff, finde ich persönlich. Der sehr feuchtigkeitsspendend ist, teilweise auch kühlend im Sommer. Sehr schön, habe ich auch schon auf Sonnenbrand verwendet, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Sehr, sehr leicht. Das wusste ich wirklich nicht. Wusstet ihr das, dass Jungglück auch dekorative Kosmetik hat? Ein Kajal-Klassiker in der Farbe Schwarz, ne?
Und so schaut der Emma aus. Das wird einer so zum Anspitzen sein. Schauen wir mal hinein. Sehr fein. Das war so ein richtiger Reim hier, ne? Dekorative Kosmetik von Jungglück. Auch mal was Neues für mich. Schön. Also, dass die halt auch so neue Produkte mit in den Adventskalender bringen, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über 5 ml von einem Zink-Gesichtswasser freuen. 5 ml. Also diesen Adventskalender haben die jetzt so mal im Kontrast zu dem vom letzten Jahr eher für sensible, unerfahrene Haut konzipiert. Jedenfalls kommt mir das so vor, ne? Was ich sehr positiv finde. Und halt nicht so für die mega erfahrenen mit ganz vielen verschiedenen Säuren, dies, das, Ananas. Ne? Hier hast du so gute Basic-Produkte drin, um einfach auch mal als Neukunde in das Sortiment von Jungglück reinschnuppern zu können, ohne irgendwie Angst zu haben, kann ich das mit dem verwenden und wann muss ich was wie wo verwenden, auch wenn es hier in dem Heftchen sowieso drin steht. Also richtig geil. Und Zink ist so ein toller Wirkstoff, der repariert und sorgt halt auch dafür, wenn ich jetzt zum Beispiel so nach meiner Periode oder so, ne, so Unreinheiten habe, dass das Ganze verheilt. In der Nummer 10 darf es mit einer so richtig, richtig schönen großen Box weitergehen. Und hier haben wir drin ein Ceramidserum. Das finde ich klasse. Ich liebe Ceramide. 50 ml sind hier drin enthalten. Und wenn du halt quasi ja, das ganze Ding verwendet hast, dann kannst du ja auch hier aus der Nummer 1 deinen kleinen niedlichen Glasspatel nehmen. Vorsichtig damit umgehen, ne? Dass man hier auch noch den Rest vom Schützenfest rausbekommt. Richtig groß mit 50 ml Ceramide sind sehr schön reparierend und wundervoll geeignet für sensible Haut. Ich bin gerade richtig happy. Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl, ist jetzt hier in meinen Händen. Da haben wir auch wieder 5 ml drin von einem Reinigungsöl. Erster Schritt vom Double Cleansing, Leute. Richtig toll. Damit kann man halt quasi so sein Make-up anlösen oder halt auch den Lichtschutzfaktor, den man gegebenenfalls so drauf hatte, ne? Und dann später mit einem wasserbasierten Reiniger halt nochmal alles runterwaschen. Mega nice. Die Halbzeit, die Nummer 12. Hier scheinen wir auch wieder so einen Kegel oder sowas drin zu haben, Hilfe. Aber das ist ein bisschen kleiner. Und zwar ist es die Pickelpaste mit 10 ml. Und das kann man sich dann sehr wahrscheinlich so punktuell auf Unreinheiten auftragen. Womit das wirkt, das könnten wir mal eben kurz nachschauen. Mit der Pickelpaste kannst du Pickel gezielt austrocknen, schon während sie entstehen und so frühzeitig schmerzhaften Entzündungen und Narbenbildung vermeiden. Niacinamid, Zinkoxid und blaues Kamillenöl regulieren die Teigproduktion, wirken entzündungshemmend, antimikrobiell und beruhigend. Unreinheiten werden so punktuell entgegengewirkt. Ganz ehrlich, ich finde, das ist so gut auch geschrieben, so verständlich. Und genau das ist auch mein Fazit zur ersten Hälfte. Mega gut. Machen wir weiter mit der Nummer 13. Es könnte sich fast schon zu dem Skincare-Adventskalender 2024 entwickeln. Braucht man. Hyaluronkonzentrat ist halt ein Serum, ne? 5 ml haben wir hier drin enthalten und Hyaluron kann jeder Hauttyp super verwenden. Kannst du auch super kombinieren mit Vitamin C, mit Ceramiden, je nachdem, was deine Haut gerade so braucht, ne? Richtig geil. Schauen wir mal, was der 14. Dezember für uns bereithält. Auch hier scheinen wir wieder so ein 5 ml Produkt drin zu haben. Genau. Da haben wir ein Sonnenfluid mit Lichtschutzfaktor 50+ drin. Ja, also braucht man. Ich finde das immer super geil, wenn Adventskalender sowas in Adventskalender reinpacken. Einfach um nochmal daran zu erinnern, dass Lichtschutzfaktor ganzjährig verwendet werden sollte. Ne? Und ja, deswegen finde ich klasse. Und auch hier haben wir unseren kleinen Spatel noch für den Rest vom Schützenfest. Den brauchst du hier auch. Ich hatte vor Jahren auch mal irgendwelche Spatel und so von Jungglück im Adventskalender. Die habe ich immer noch und auch in reger Anwendung. Der 15. Dezember kommt etwas schwerer und größer daher. Hier haben wir so eine Pipettenflasche mit dem Niacinamid-Serum, 30 ml. Niacinamide ist ein Wirkstoff, die machen, dass das Hautbild so ein bisschen ausgeglichener wird, dass alles ein bisschen ebenmäßiger aussieht, weil halt so Pigmentflecken ein bisschen aufgehellt werden und so, ne? Rötungen werden dadurch minimiert. Sehr schön, auch vor allem das in der Originalgröße quasi, ne? Also es ist schon geil. Schauen wir mal weiter. Der 16. Dezember. Also es ist schon geil befüllt, oder? Bislang, Leute. Die Hyaluroncreme Leicht habe ich jetzt hier mit am Start. Wir hatten zwar eben schon eine leichte Creme ja auch irgendwo mit drin. Da muss ich gleich nochmal eben gucken. Ah nee, wir hatten die Hyaluroncreme Mittel hier drin. Und jetzt haben wir die leichte Variante. Die scheint dann noch ein bisschen leichter zu sein. Also noch besser wahrscheinlich auch geeignet für zum Beispiel Nicole von Chiquitas Place, die ja auch eine ölige Mischhaut hat, beziehungsweise eher eine Mischhaut. Und finde ich, also schön, sehr schön, sehr, sehr schön. Auch unterschiedliche Varianten dann davon reinzupacken.
Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Ich muss jetzt schon sagen, ich bin wirklich selig mit diesem Adventskalender, ne? Das ist wirklich toll. Da habe ich das Acelain-Serum drin enthalten, 5 Milliliter. Hierzu wird sicherlich auch in dem Heftchen noch einiges stehen. Das ist super gut geeignet bei Rosacea-Haut zum Beispiel oder wenn du halt generell so ein bisschen Unreinheiten hast. Bei dem Acelain-Serum musst du immer ein bisschen Geduld mitbringen, weil wenn du das verwendest, wird erst dein Haut, also deine Haut wird sich ausreinigen quasi von alleine. Das heißt, alles, was irgendwie an Unreinheiten in deinem Gesicht geschlummert hat, wird ausbrechen. Und so nach 2 Monaten Daueranwendung, sage ich jetzt mal, oder regelmäßige Anwendung, wird deine Haut wirklich fantastisch werden. Und deswegen, ja, ist es einfach mal zum Ausprobieren, ob deine Haut das verträgt, ganz gut. Ich persönlich habe ein bisschen Angst vor Acelain, bin ich ehrlich. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe hier den 18. Dezember in einer sehr großen Box drin enthalten. Das PHA-Gesichtswasser ist sehr, sehr nice. 100 Milliliter haben wir hier drin. PHA ist die mildeste Form von einem chemischen Peeling. Ich persönlich würde empfehlen, alles was AHA, BHA, PHA ist, eher abends zu verwenden, weil die Haut dadurch ein bisschen lichtempfindlicher wird. Ja, genau, das ist so meine Meinung. Und erstmal so ein bisschen antesten. Und das werden die hier auch sicherlich auch mit irgendwo beigeschrieben haben. Gibt 3 bis 5 Tropfen des PHA-Gesichtswassers. Wassers direkt auf deine gereinigte Haut oder in deine Handflächen und verteile sie sanft im Gesicht. Spare die Augenpartei vor allem Partie aus und warte einen Moment, bis es komplett eingezogen ist, bevor du weitere Produkte verwendest. Hier steht's. Da dieses Produkt die Haut lichtempfindlicher macht, empfehlen wir tagsüber einen Sonnenschutz. Siehst du, das haben die echt schön reingeschrieben und das finde ich auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr cool. Ne? Also, dass sie so ein Produkt halt nicht einfach ohne Info irgendwo mit reingeben. Ich habe hier wirklich ein Wow nach dem nächsten. Die Nummer 19 ist jetzt ein bisschen leichter. Mal gucken, was uns da in der Weihnachtswoche erwartet. Ach, guck mal, Ampullen haben die scheinbar auch. Eine Vitamin-C-Ampulle mit 1 Milliliter ist hier drin enthalten. Bei Ampullen hast du meistens einfach eine etwas höhere Konzentration wie bei einem regulären Serum, weil du die halt jetzt ja nicht jeden Tag anwendest, ne? Und das soll dann halt nochmal richtig krass die Strahlkraft bringen. Und Vitamin C kann man eigentlich auch super gut morgens verwenden. Der 20. Dezember. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Ist auch wieder ein richtig großes Produkt. Die, ach guck mal, Hyaluroncreme reichhaltig. Das macht Sinn, dass die hier auch wirklich die reichhaltige Variante in der Winterzeit als Full Size mit reingepackt haben. Hier haben wir dann wahrscheinlich auch 30 Milliliter, 50 Milliliter sogar drin. Genau, und für mich wird das eine Wohltat sein. Die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, um euch auch ein bisschen so mehr dazu sagen zu können. Das ein oder andere Produkt habe ich ja schon mal verwendet und es hat bei mir eigentlich auch echt gut funktioniert, ne? Und hier bin ich auch sehr gespannt drauf. Mit 0,5% Hyaluron und Shea Butter. Das mag ich ja. Die Nummer 21 hat auch wieder das ähnliche Format und Gewicht wie die anderen 5 Milliliter Boxen. Ein Mandelöl zur Körperpflege, 5 Milliliter. Das haben wir hier drin enthalten. Ich verwende gerne so Öle von Knie bis Hüfte. Ne? Das ist halt einfach so voll mein Ding. Und ich habe auch schon mal dieses Mandelöl und so weiter oder diverse Öle, die Junglook anbietet, dort auch verwendet. Fand ich gut, haben gut funktioniert. Ja. Die Nummer 22. Die zweite und letzte Schnapszahl enthält auch wieder ein etwas größeres Produkt. Und zwar haben wir, wusste ich nicht, dass die sowas auch haben. Also wirklich geil, dass die halt auch unterschiedliche Regionen des Körpers mit abfrühstücken, nenne ich es jetzt einfach mal. Pflegeshampoo, Repair-Shampoo mit Phytokeratin und Hyaluron bei trockenem und strapazierten Haar. Da haben wir 50 Milliliter drin enthalten. Ich hoffe, dass sich das gut hier rausschütten lässt, aber es fühlt sich, ja, ist halt Shampoo, ne, relativ flüssig an. Finde ich toll. Das finde ich toll. Auch ein Shampoo. Also, dass die hier Pflege, dekorative Kosmetik mit reinpacken, Haarpflege. Hatten wir schon was für den Körper? Ja klar, das Mandelöl hatten wir für den Körper. Mal gucken, wie jetzt die letzten beiden Boxen uns überraschen werden. Da haben wir jetzt hier einmal den 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. Und da haben wir 5 Milliliter von einer Tonerdemaske drin. Also die muss man sich safe mit diesem kleinen Applikator daraus fummeln, weil ich glaube, dass die jetzt nicht relativ flüssig sein wird. Aber im Hinblick darauf, dass es am 23. Dezember drin ist, ist es halt so ein Dirty Little Helper, sage ich jetzt einfach mal. Weil du da dann quasi die Möglichkeit hast, kurz vor Heiligabend nochmal so ein kleines, wie auch immer, dass du deine Haut halt nochmal reinigen kannst mit so einer schönen Maske. Ich finde es gut. Ich kann sowas auch gut gebrauchen. Verwende ich mit trockener, sensibler Haut, ich sag mal so maximal 2-mal pro Woche, ne, so eine Tonerdemaske oder eine trockenere Maske. Ansonsten eher so Feuchtigkeitsprodukte, aber ich glaube, am 23. Dezember ist das gut aufgehoben. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was die am 24. reingepackt haben. Sehr gespannt. Das Boxenformat ist witzigerweise nämlich relativ zurückhaltend. Ne? Dann gucken wir mal. Okay, wir haben eine Pipettenflasche hier drin. Das Retinal-Sensitiv-Serum. Schön.
Retinal ist, glaube ich, nochmal die verträglichere Variante von Retinol. Da haben wir 0,1% Retinal und Bio-Heidelbeer-Extrakt drin enthalten. Also wirklich für sehr sensible Haut gut geeignet. 30 Milliliter. Da bin ich echt mal gespannt drauf, wie das bei mir funktioniert. Ich liebe Retinol im Winter von Oktober bis Ostern, weil das halt so ein kleines Mini-Bügeleisen für mein Gesicht dann über den Zeitraum ist, ne? Weil es ist ein Slow-Aging-Wirkstoff und ich merke einfach in der Zeit, wo ich es nicht anwende, von Ostern bis Oktober, weil halt die Sonne dann einen entsprechenden Zenit hat, ne? Dass ich das vermisse und dass meine Haut auch etwas anders aussieht. Ja, richtig cool. Also das ist auch tatsächlich ein richtig schönes Highlight-Produkt. Heidenei, was haben wir hier? Coole Produkte drin. Ich bin ganz hin und weg. Zuallererst möchte ich mich an dieser Stelle bei Junglook bedanken, denn die haben ganz offensichtlich auch sehr intensiv sich mit dem Kundenfeedback beschäftigt, gegebenenfalls das ein oder andere YouTube-Video über eine Review geschaut und sich wirklich überlegt, was packe ich in den Adventskalender rein, dass auch so gut wie jeder diesen Adventskalender verwenden kann. Und da erinnere ich mich auch an manche E-Mails und Nachrichten, die ich mit euch ausgetauscht habe letztes Jahr, auch von euren Männern zum Beispiel, wo ich dann halt auch gesagt habe, dieser Adventskalender ist halt eher was für Fortgeschrittene gewesen letztes Jahr, ne? Dieses Jahr würde ich diesen Adventskalender für jeden empfehlen, der Bock auf Skincare hat. Das ist halt so mein Fazit dazu. Ich glaube auch wirklich, dass wir ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Du bekommst einen umfassenden Einblick in das Sortiment mit wirklich guten Produkten. Ein bisschen dekorative Kosmetik und Haarpflege ist sogar mit dabei, auch ein bisschen Körperpflege. Aber der Fokus liegt nach wie vor auf dem Gesicht, was ich sehr feiere. Und also vor allem für jeden geeignet, ne? Das finde ich ganz, ganz toll. Wie seht ihr das? Schreibt gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Ich bin wirklich begeistert und freue mich drauf, wirklich einiges hieraus auch über die nächsten Monate verwenden zu können und für euch auch eine kleine Review mal zu basteln. Ihr Lieben, das wäre es ja von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.